So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play der Binding of Isaac Rebirth von dem DLC Afterbirth. Ich bin's, Euroboom36, und wir sind dabei, hier uns zur Mami durchzumogeln. Aber noch du. Aua. The Book of Sin. Okay. HP ab, na toll. Ich brauche mal mehr Stärke, Leute. Hier ist sogar ein Geheimgang. Das ist super. Nur Gegner? Nein. Mal eine Kiste zur Abwechslung. Mit einer Münze und extrem viel Schlüssel. Ja, super. Okay. Schauen wir gleich mal hier weiter runter. Boah, geil. Aber sag mal, habe ich jetzt irgendwie einen... Alter, was habe ich für eine Stärke auf einmal? Habe ich gar nicht fest mitbekommen. Okay, von mir aus. Au. Könntet ihr mir bitte noch mal eine grauen Herzen lassen? Blöde Mistviecher. Was mir denn Stärke gegeben? Keine Ahnung. Ich hab sowas von keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Könnten wir kurz hier bomben zum Spaß? Da ist nichts, okay. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn der Itemraum? Also halt, ne? Ja, super, 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 super. Okay. Range down. Nee, nämlich nicht, danke. Fürs Angebot. So, was kriege ich denn hier? 5 Bomben und das brennt. Also wir haben es so sicht verbrannt, wie man auch hier schön sehen kann. Super. Aua! Das war dumm. Egal. Es fehlt eigentlich bloß noch die komische Maske. Was soll denn das? Au, 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 au. Was mache ich denn hier für Mist die ganze Zeit? Spinnen, spinnen, spinnen. Okay, Schlüssel. Hm. Ich brauche Herzen. Habe ich noch irgendwo Herzen liegen gelassen? Ja, beim dem einen komischen Boss-Teil da. Oh, war die schnell. Da ist ein Herz, okay. Und hier ist noch etwas zum Auffüllen für meine Maschine. So. Okay, rein dürfen wir deswegen trotzdem nicht. Aua! Schauen wir mal, ob der Münzen mehr gibt. Ja, war so nicht. Ich hab grad mir Münzen gegeben. So. Eine Bombe. Könnte hier der Geheimgang sein? Ja, hier ist er anscheinend auch.
Mann. So. Wenn man zum Beispiel gar keine Bomben hat, so wie ich, ne? Also ich habe zwar Bomben, aber wenn man zum Beispiel gar keine hat, dann kann man die da hinschieben und dann mit explodieren lassen. Coole Idee, oder? Was kommt eigentlich hier raus, nicht eine Bombe? Oh. Den Moon brauche ich nicht. Habe ich jetzt langsam echt genug. So, wir wollen ein paar Bomben sparen, wie ihr gerade merkt. Was ist das denn? Der Empress Joker. Das kann man noch mitnehmen. So, jetzt gehen wir noch schnell in den einen Raum. Stecken das, soweit es geht, die Münzen rein. Oh gut, sie ist kaputt gegangen. Gut. Puh. Okay. So, wir haben jetzt auch schon beide Geheimgänge gefunden, ne? Ja, haben wir. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zum Boss. Wie sehen meine Werte eigentlich jetzt aus? Boah, Alter. Isaac! Ach, komm schon. Oh Mann, das war auch mit deinen blöden Zombies. Oh, ich habe auch noch eine HP-Generation anscheinend. Oh, hörst du mal auf. Ja, ja, ist gut. Ausweichen mit den ganzen Monstern hier. Na, na, na. Puh. So, jetzt könnte ich mal schnell Joker einsetzen. Nichts Scheiß eigentlich. Hm, warte mal, wie sieht's mit meiner Stärke aus? Nee, ich nehme den nicht mit. Nein. Nein, echt nicht. Gut, dann ab ins Loch. Okay. Wow, 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 wow. Super. Okay, dann gehen wir einfach gleich hier weiter. Komm. So. Was ist da drin? Eine Bombe. Stimmt, die Bombe kann ich jetzt auch mal alle loswerden hier. Super, ey. Wahnsinn.
Ernsthaft Mami hier? In dem kleinen Raum da? Okay, was ist das? Der Temperance. Okay, wenigstens ein Herz. Für den Fall der Fälle. Gibst du mir doch noch was? Aha, okay. Dice Shard. Tolles Item. Ich liebe das HP abgenommen. Das kann man so furzen. Ja, brauche ich nicht, danke. Ja. Ich hoffe, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin zum Bosskampf. Wheel of Future. Komm, nimm was. Wheel of Fortune. Tun wir noch ein paar Münzen verplempern. Was ist das? Okay. Na komm, danke. So, schauen wir mal, ob hier ein Geheimgang ist. Ja, hier ist sogar einer. Ist nicht gedacht. Aua, aua, aua. Two of Diamonds und the Moon. Den Moon kann ich doch eigentlich gleich benutzen. Death, the Moon. Und den Dice Shard habe ich neben noch nicht benutzt. Okay, warte. The Moon. Ja, nichts Interessantes dabei. Wheel of Future. Wheel of Fortune. Ja. Das ist interessantes. Ein Schlüssel. Ja, genau. Den brauche ich nicht. So, the Moon nochmal. Brauche ich auch nicht, warte. Wir haben doch hier irgendwo das komische Dings benutzt in dem Dice Shard. Genau hier. Ja, Ruhe. Ist gut, ist gut. So, wo war das jetzt mit dem Dice Card? Da ist ja eine drin. Den möchte ich mal kurz haben. Ist hier alles nur The Moon? Ne, es gibt auch The Death, okay. Nein, hier ist es nicht. Was haben wir hier? Vier Shot. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Aber wenigstens haben wir uns mal das ändern können. Yay! So, dann nehmen wir noch Death mit. Oh nein, nicht Skolex. Okay, irgend so eine Challenge haben wir bekommen anscheinend. Steph hat nicht viel abgezogen, leider.
Mann! Nichts bringt. So, weg mit dir. Mom's Contact. Okay. Achso, weil ich ihre Messer jetzt bekommen habe. Geil. Tears up. iPhone-Pilz. Tears up. Infested? Infested. Ja, cool. Okay, dann ab ins Loch. Ja, das Messer bringt mir jetzt im Endeffekt nur eine Sache, dass ich halt, ja, dadurch jetzt einen Angriff abwehren kann, sozusagen. Aber sonst eigentlich nicht viel. Okay, jetzt ist die Frage, wo könnte der Boss sein? Also wir haben noch sehr viele Räume vor uns. Ich würde sagen, wir machen hier einfach nochmal einen weiteren Part raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.